Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Ostriff. Ja, mir ist etwas Blödes passiert. Ihr habt es vielleicht in der oberen Leiste am Ende vom Video gesehen. Das Spiel konnte nicht speichern. Hat den einfachen Grund. Ich habe das Spiel entpackt. Das bekommt man ja als ZIP-Datei. Ich habe das entpackt und zwar in meinen regulären C-Ordner beziehungsweise in meinem C-Laufwerk unter Programme und theoretisch hätte ich es da als Administrator ausführen müssen, damit das Spiel dann auch die Rechte hat, um in Programme was zu ändern. Habe ich nicht getan, also neuer Aufbau. Vom Prinzip her das Allergleiche, nur ein klein wenig anders rangiert, würde ich jetzt mal sagen. Aber das seht ihr jetzt gerade in dem Moment. Wir spielen das jetzt aktuell auf vierfache Geschwindigkeit, also 400% schneller. Und ich möchte die Zeit nutzen, die verbleibenden 2 Minuten, um euch nochmal darauf hinzuweisen, dass ich ja ein Kanal-Update-Video hochgeladen habe vor ein paar Tagen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ist sehr informativ und ein paar Dinge, die dort angeboten werden, wo ihr euch dazu äußern könnt oder das auch entscheiden könnt. Genau, und eins davon ist eben das Streaming auf Twitch. Ja, ich würde gerne streamen, ich werde auch streamen, ich werde Transport Fever streamen und zwar voraussichtlich ab Anfang Dezember. Hat den einfachen Hintergrund, dass ich von der Uni her noch ein bisschen was zu erledigen habe, einfach um den Anschluss nicht zu verpassen. Ich habe das am Anfang ein klein wenig schludern lassen. Das muss ich jetzt aufholen, das mache ich jetzt halt eben in den nächsten 1 bis 2 Wochen. Und ja, dann werde ich eben 1 bis 2 Mal in der Woche streamen. Ich werde mir einen Tag rauspicken, an dem ich das festmache und ich werde das natürlich hier auf YouTube immer ankündigen. Genauso werde ich die Streams schneiden, 30 Minutenweise und dann halt hier auf YouTube auch hochladen oder den gesamten Stream, aber dann halt eben nicht gelistet, das heißt, ihr müsst euch selber darum kümmern, quasi. Ja, das weiß ich noch nicht, wie ich es mache, aber ich denke, wir werden das schon hinbekommen. Genau. So, jetzt habe ich noch ungefähr 30 Sekunden Zeit. Und ich habe keine Ahnung, was ich euch jetzt noch erzählen sollte. AirPod CEO wird nächste Woche erst wieder ein Video kommen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mit unserem Video für heute. So, dann haben wir ja jetzt mal den Aufbau dieser wunderschönen neuen Stadt im Schnelldurchlauf gesehen. Und jetzt warten wir noch, bis die letzten 3 Gebäude gebaut sind. Beziehungsweise wir können dann schon mal planen, was als nächstes kommt. Ich meine, ihr seht es vielleicht, also wenn eins dieser Gebäude fertig ist, dann zieht eine Familie aus und das Zelt wird abgebaut und es kommt hier rein. Finde ich super. So. Ja, was bauen wir als nächstes? Ich denke, wir werden auf jeden Fall genau, ein stinknormales Warehouse brauchen. Das sollten wir mal eventuell hier hinbauen. Was braucht das eigentlich alles? Ah ja, Holz, Nägel und Arbeit. Gut. Was wir auch noch brauchen, wird definitiv eine Farm sein. Okay. Holz, Nägel, Clay und Thatch. Was kostet eigentlich unsere Town Hall? 204 Nägel.
Und wie groß ist die? Die werden wir auch noch brauchen. Bauen wir die noch dahin. Gut. A Cart Parking. Den werden wir auch irgendwann noch bauen müssen. Und eine Farm. Ich würde ja fast sagen, die Farm sollten wir ein bisschen außerhalb, also hier irgendwo bauen. Okay. Machen wir das einfach mal hier hin. Können wir das hier oben eigentlich? Ah, wir könnten jetzt den Fokus eher auf die Town Hall richten. Oder aufs Lagerhaus. Ah ja, perfekt. Und das ist das nächste Gebäude. Und jetzt können wir das schön beobachten. Da kommt jetzt gleich jemand mit der Sackkarre. Und da kommt jetzt gleich jemand mit der Sackkarre. Eigentlich. Ach ja, hier. Und schon ist der Umzug beendet. Finde ich eigentlich ziemlich cool. So, da ist der Sohn. Okay, wir haben eh nur ein Kind. Erziehung, Education. Ich meine, Education können wir ja noch nichts bauen. Camp Center, ich denke, wir müssen halt einfach alles mal ein klein wenig, also erstmal fertig bauen, bevor wir dann wirklich weitermachen können. Ich denke, das Gebäude geht erst, wenn die Town Hall fertig ist. Denn das Gebäude geht, wenn das Warehouse beendet ist. Und die zwei ziehen ja hier ein. Bam, bam, bam. Ich finde das cool, das wird bestimmt ziemlich geil, wenn wir ganz viele Bewohner haben und das dann hat so richtig schön gewuselt und glaube ich, wird schon cool. Ich bin gespannt, was in dem Spiel sonst grundsätzlich noch alles kommt. Weil das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen habe, ist sowas wie eine Eisenmine. Ich denke, dass später vielleicht noch Stein irgendwann mit dazukommen wird. Wie viel haben wir da? 9.920, passt. So, hier. Wir haben 203 Feuerholz. Theoretisch möglich. Perfekt, nächstes Gebäude ist fertig. Ah, dann wird jetzt als erstes das Warehouse gebaut. Und hier werden die Sachen angeliefert. Was fehlt hier noch? Wie viele Nägel haben wir denn noch? Ui, 392. Das wird knapp. Ich denke mal, dass wir dann danach nicht mehr allzu viele Möglichkeiten haben. Wir müssen dann das Smithery bauen. Denke ich mal. Relativ schnell. Und dann noch ein Handelsposten. Um einfach Eisen dann so zu kaufen. So werden wir den Handelsposten irgendwo hier hinsetzen. Und hier so einen kleinen Marktplatz, wo wir dann halt das Essen verkaufen können und so weiter. Ich denke, das wird gut. So.
Da ist dann noch das letzte Haus jetzt noch. Und hier kommt, na, immer noch nicht der letzte Teil. Es fehlt immer noch ein bisschen Clay. Beziehungsweise der sollte jetzt halt eigentlich da sein. Und dreimal, einmal Thatch. So, jetzt muss noch irgendjemand bauen. Und dann haben wir das auch erledigt. Na, wunderhübsch. Na, schau. Sogar mit kleinen Bäumchen. Hier und da kleines Bäumchen. Das ist cool. Okay, dann ist unser Warehouse. Dafür brauchen wir auch einen Arbeiter. Ah, okay, wir können dann später auch umstrukturieren. Wie viel Platz haben wir jetzt halt hier effektiv? Können wir hier. Ah ja, wir können hier zwei Frauen mal anheuern. Und Labor kann jeder machen. Beziehungsweise. Passt schon. Ah ja, wir können hier theoretisch folgen. Follow. Dobrian Illig. Ah, da ist sie. Und schön am Arbeiten. Die gute Dame. Dann wird hier noch die Town Hall gebaut. Wer ist eigentlich unser Bürgermeister? Olisik. Der Dorfälteste anscheinend. Und hier kommt der Winter. Ja, Dezember. Sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall alles schon mal erledigt. Aber witzige Sache, man hat ja jetzt halt immer diese Vögel im Hintergrund gehört. Und im Winter ist es ja typisch, dass man keine Vögel hört. Und an das hat er auch gedacht. Cooles kleines Detail, würde ich mal sagen. Wird oft mal. Okay, wir haben bald keine Nägel mehr. Wir sollten eine Smithery bauen. Dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Yep. 121 Nägel. Wow. Machen wir hier mal Pause. Okay, machen wir die Smithereens jetzt einfach mal hier hin. Und ziehen die ganz nach vorne. Ich meine, die sollte jetzt wirklich Priorität haben. Okay, hier können wir zwar. Ah ja, Pause. Und Pause. Damit der jetzt hier auf jeden Fall sicher gemacht wird. Wir haben noch genügend Nägel. Ja. Ah ja, perfekt. Und. Continue und fortsetzen. Perfekt. Wow, dieser Ton ist einfach der Hammer. So, die Frage ist jetzt halt nur, wo der offizielle Eingang dazu ist, weil nicht, dass ich den jetzt halt irgendwie verkehrt rum hingesetzt habe. Es scheint nämlich so, dass das hier der Ausgang wäre. Und der Eingang. Naja, da muss man halt so rumlaufen, das geht auch. Ich meine, okay, es ist jetzt ein bisschen viereckig, also man hätte das schon noch ein bisschen drehen können. Aber ganz ehrlich, ich finde es schon okay, wie unser Dorf so vor. Was ich geht, wie es hier schön am Wachsen ist. So, noch 6 Clay. Dann ein bisschen Arbeit. Und dann sollte es eigentlich fertig sein. Ah, hier schön Lehmwand. Ja, eventuell werden wir dann halt unseren Brunnen auch noch verschieben.
weil ich ja hier gerne den Marktplatz hätte. Ja, Feuerholz ist genügend da. Kartoffeln haben sie noch ein bisschen, ein klein wenig Mehl und ein bisschen Wasser. Ah ne, das passt schon. Hier ist der Ausgang. Perfekt. Dann brauchen wir hier einen Arbeiter. Okay. Wartet auf 5 Eisen. Okay, wir können maximal 1000 Nägel produzieren. Okay. Aus 0,02 Eisen gibt es 10 Nägel. Sehr gut. Dann hätten wir das jetzt halt auch schon mal. Und hier können wir das auf jeden Fall mal limitieren. Machen wir mal 500 Nägel. Und beim Holz sollten eigentlich 100 Feuerholz voll und ganz ausreichen. Gut. Wir haben 244 Feuerholz, also da werden wir jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren, denke ich mal, nichts brauchen. Also je nachdem, wie lange das der Winter dauert und wie viel Feuerholz das im Winter verbraucht wird. Schaut nämlich gerade so aus, als wie wenn es jetzt nicht so wäre. Ja gut, ich denke, zu dem Zeitpunkt wurde das Feuerholz auch noch zum Kochen hergenommen. Okay. Was für Ressourcen können wir? Ne. Oder sehen wir jetzt etwas, was hier drinnen ist? Ist hier überhaupt was drinnen? Das Warehouse ist noch etwas suspekt, wenn ich ehrlich bin. Schaut schon cool aus im Winter. Gut. Wird noch 20 Holz gewartet. Ja, wird schon, wird schon, wird schon. Bisschen Clay. Und ich denke, wir werden das Card Parking hier hinbauen. Ah. Denke, das schaut doch gut aus. Ah, perfekt, ist gleich ein Instant-Bild. Ah, okay. Ob das irgendwann mal. Vielleicht doch noch kommt. Weil das stört doch irgendwo ein bisschen. Ne? Nicht? Na, dann bleibst du dabei hier. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass die Frauen im Endeffekt das darin managen. Und boah. Boah, wie cool ist das bitte? Der Schnee schmilzt. Oh mein Gott, wie geil. Boah, ist das cool. Oh, ich feiere das gerade jetzt voll. Das ist ja echt geil. Das ist ja echt cool. Okay. Und wie schaut's aus? Wir haben immer nur noch 19 Bewohner. Wir sollten dann halt nochmal eventuell ein Häuschen bauen. Ah, ich weiß nicht so recht. Okay. Dann warten wir hier immer noch
drauf, dass der Spaß hier gebaut wird. Sollte gleich fertig sein. Ich meine, es ist alles eigentlich mehr oder weniger vorhanden. Und dann schauen wir mal, ob wir Frauen eventuell sogar hier anheuern können. Ah ja, wie viel Platz? Ach ja, hier. Okay, ich meine, wir können gerne eins ordern, aber es wird halt keins gebaut. Ah ja, 342 Nägel. Ja, das mit dem Warehouse, das verstehe ich noch nicht ganz so richtig. Iron. Ah, okay, gut. Ich muss sagen, was möchte ich hier haben? Ich will hier haben Nägel. Wow. Ah ja, okay. Mit Shift kann man 10 hinzufügen. Machen wir jetzt einfach mal 500. Gut, und Thatch machen wir hier einfach mal 50. Hier machen wir 10. Und was haben wir hier noch? Wood. Machen wir hier einfach mal 200. Ob wir so viel Platz da drin haben? Bestimmt. Wow, schönes Treiben. Ah, perfekt. Gut, was es mit der Farm auf sich hat, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Und ich hoffe, ihr schaltet zu einem meiner nächsten Videos wieder ein. Bis dahin, mein Name ist Erakol. Ciao.